Hallo und herzlich willkommen hier auf IQ's Kitchen, mein Lieben. Heute möchte ich eine kleine Videoserie für euch starten und zwar im Zusammenhang mit meinem gratis Meal Prep E-Book. Also wer das noch nicht runtergeladen hat, sollte sich das auf jeden Fall besorgen. Es ist komplett gratis und das ist quasi mein Geschenk an euch, mein Dankeschön für den Support hier auf YouTube, auf Instagram. Ich habe eine tolle Community und da findet ihr ganz viele Rezepte, die ihr eben als Mahlzeiten Vorbereitung nutzen könnt. Zum Beispiel, um das vorzubereiten, mit an die Arbeit zu nehmen, zur Uni, zur Schule oder wenn ihr im Außendienst seid. Also es sind alles Gerichte, die auch kalt genießbar sind. Aber wenn ihr auch eine Mikrowelle zum Beispiel an der Arbeit oder wo auch immer in der Mensa zum Beispiel, Kantine, zur Verfügung habt, auch sehr einfach dann erwärmen könnt. Und das dauert auch nicht länger als 10 Minuten. Genauso wie das heutige Rezept, was ich euch vorstellen möchte, nämlich eines der Rezepte aus dem Buch und das ist eine Couscous Bowl. Und wir werden das heute auch mal als vegane Variante zubereiten, denn alle Rezepte, die ihr dort drinne findet, sind im Prinzip Grundrezepte. Das heißt, ihr könnt statt dem Couscous auch Nudeln nehmen. Heute werde ich mal auf das Kürbis-Balsamico-Dressing setzen. Das ist eine neue Light-Dressing-Soße. Ganz toll eigentlich, ist das für Salate gedacht, aber auch für solche Bowls perfekt geeignet. Das ist vegan in dem Falle. Wir haben unterschiedliche Geschmäcker. Das bietet aber auch eine tolle Proteinquelle. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, einfach sehr einfach Protein hinzuzufügen. Und genau, das werde ich heute mal nutzen. Ich habe hier auch alles soweit vorbereitet. Warum ein 10-Minuten-Rezept? Ich werde euch die einzelnen Schritte natürlich erklären. Wir haben hier Couscous und Couscous ist insofern eine tolle Grundlage, weil wir müssen das schlussendlich nur mit der doppelten Menge gekochten Wasser aufgießen. Und ich mache das dann zum Beispiel so, ich packe mir hier den Couscous rein, mache dann noch einen Teelöffel Gemüsebrühe mit rein. Manchmal auch gerne noch etwas Kreuzkümmel, wer es mag, also gemahlenen Kreuzkümmel. Übergieß das mit der doppelten Menge gekochtem Wasser und das Ganze wird dann mit einem Deckel kurz zur Seite gestellt. 10 Minuten muss das Ganze quellen. Und diese 10 Minuten, die nutze ich dann, um das Gemüse zu schnippeln. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Mais. Ich glaube, Mais muss man nicht großartig hier vorbereiten. Habe hier noch ein bisschen was an gewürfelten Karotten, Paprika und Tomaten. Das gebe ich hier auch mal mit dazu. Und was ich auch sehr, sehr gerne mag, sind Kidneybohnen, genauso auch wie Kichererbsen. Tolle Ballaststofflieferanten, tolle Nährstofflieferanten, aber auch eine schöne vegane Proteinquelle, die wir extra noch dazu packen. Also auch das mit rein und ein Spritzer Limettensaft schadet auch nie. Und ich mag natürlich auch ein paar frische Kräuterchen, also schnippeln wir da auch etwas Petersilie mit rein. Und falls ihr euch jetzt fragt, ja, wo finde ich denn dieses E-Book? Das findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ihr dürft das übrigens auch sehr, sehr gerne bei euch im Kreis, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis teilen. Da sind so viele tolle Rezepte drin. Süße Rezepte, herzhafte Rezepte und wie gesagt, alles Meal Prep tauglich. So, ein bisschen Kreuzkümmel packe ich gerne noch dazu. Das gibt dem Ganzen so eine leicht orientalische Note, die ich sehr, sehr gerne mag. Etwas Salz, aber nicht zu viel. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir gleich noch das Light-Dressing mit dazu packen. Und das hat ja auch schon einen sehr schönen Eigengeschmack. Und das finde ich übrigens auch insofern interessant, weil gerade für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so ein Händchen haben für Gewürze, für Kräuter, die haben hiermit eine sehr einfache Möglichkeit. Das Ganze könnt ihr mit Wasser oder mit Pflanzenmilch oder natürlich auch mit normaler Milch anrühren. Aber da wir jetzt das Ganze vegan zubereiten möchten, natürlich mit Wasser. So, und das rühren wir jetzt an. Kleiner Tipp an der Stelle, ihr könnt es auch als erstes anrühren und dann kurz stehen lassen. Das dickt dann nochmal so ein bisschen nach. Also ich nutze das Light-Dressing zum Beispiel auch super gerne für Pfannengerichte. Ne? Also ihr könnt das für Bowls, für Salate, für Pfannengerichte nutzen. Mein Favorit ist Caesar Parmesan und Italien würde ich auch so mit kategorisieren. Peanut Honey auch sehr lecker, wobei, gut, eigentlich mag ich alle. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Auch das könnt ihr dann mal testen, vorher mit Proben. Das gibt es dann auch als große Dose. Und dann könnt ihr mir auch gerne mal sagen, was euer Favorit ist. So, Light-Dressing haben wir zubereitet und jetzt geht es ganz einfach. In der Zwischenzeit ist ja der Couscous dann schon fertig gequollen. Den packen wir dann mit dazu, geben das Light-Dressing mit dazu. Wow, und es riecht auch schon verdammt köstlich. So, jetzt verrühren wir das Ganze. Und das sind auch gleich zwei Portionen. Ne? Und ich blende euch hier mal an der Stelle ein, wie viel eine Portion hat. Und das Schöne ist auch hier, ihr könnt eine Portion direkt essen und könnt zum Beispiel eine Portion dann für den nächsten Tag aufheben. Und so habt ihr mit dem minimalsten Zeitaufwand
direkt mal 2 Portionen zubereitet und für alle Eventualitäten gesorgt. Ihr vermeidet damit so, dass ihr auch unterwegs viel Restaurants besuchen müsst. Ihr spart natürlich auch ordentlich was an Geld und ihr wisst, was ihr esst. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig und schön zu wissen. Und so sieht das Ganze aus. Eine schnelle 10 Minuten Couscous Bowl bei IQ's Kitchen. Wenn ihr mehr solche Rezepte sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall mal ein bisschen Liebe da in den Kommentaren. Hashtag MealPrep mal reinschreiben. Dann werde ich gerne weitere Rezepte aus dem Buch präsentieren, aber auch gerne neue Rezepte kreieren. Und lasst natürlich ein Abo da, wenn euch die Rezepte gefallen, wenn euch meine Arbeit gefällt. Und ich würde sagen, wir sehen uns an dem nächsten Video mit eurem Feedback zu dieser Couscous Bowl. Lasst es euch schmecken. Viel Spaß mit dem gratis E-Book. Bis zum nächsten Video, Freunde.